Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute geht es um das Event Legendäre Helden. Dieses Event startet am Donnerstag, den 26. September 10 Uhr und geht bis Dienstag, 1. Oktober 20 Uhr Ortszeit. Bei diesem Event gibt es eine kostenfreie, befristete Forschung, die verzweigt ist. Und da müsst ihr dann Schwert oder Schild auswählen. Die Pokémon-Belohnungen sind unterschiedlich. Ihr kriegt unterschiedliche Sammelherausforderungen und der Rauch lockt unterschiedliche Pokémon an. Wenn ihr zum Beispiel Schwert auswählt, dann bekommt ihr die Pokémon Samurzel, Zurukex, Monimorba, Kapuno, Flauschling oder Quatermark. Und wenn ihr Schild auswählt, bekommt ihr Lavitar, Loturzel, Glibunkel, Monozyto, Puffy oder Komodutan. Also, falls ihr da irgendwas Bestimmtes gebrauchen könnt und häufiger, wie zum Beispiel Lavitar, weil euch immer noch ein paar XL-Bonbons für Despota fehlt, dann wählt Schild. In der Wildnis erscheinen häufiger folgende Pokémon: Galarponita, Smogon, Galarflampion, Chimpep, Hoplo, Memmion und Raffel. Ja, schon wieder Galar-Starter. Ich kann sie bald nicht mehr sehen. Ich glaube, XL-Bonbons habe ich bald schon das Doppelte zusammen für diese Pokémon. Aber naja, gut. In den Raid-Kämpfen in Stufe 1 findet ihr Galarponita, Galarflampion, Viscora, Miniras. In den Dreier Tortunator und Zenlong. Nice. Also ich kann beide noch ganz gut gebrauchen, Tortunator und Zenlong. In Stufe 5 ganz neu Cessian und vor allem kann das jetzt nun auch noch Shiny sein. Auch sehr cool. In den Mega-Raids gibt es Mega-Gardevoir. Zwei Boni gibt es in diesem Event. Halbierte Sternstaubkosten bei einem Spezialtausch. Leider gibt es aber aktuell nur jeden Tag einen. Man kann Smogon zu Galar-Smogmog entwickeln. Hat jetzt viele Vorteile. Zum einen hat man in Australien entdeckt, dass es Stufe 1 Krypto-Raids geben wird mit Smogon. Falls ihr also noch keinen Krypto-Smogon in eurem Beutel besitzt oder nicht mehr besitzt, könnt ihr dieses zu Galar-Smogmog entwickeln. Das wäre auch quasi ein Debüt, das... Weil ein Krypto-Galar-Smogmog ist mir nicht bekannt. Für mich ist viel interessanter, das Shiny zu entwickeln, ein Shiny-Smogon zu Galar-Smogmog. Und dann ist das Thema für mich gegessen, dann brauche ich auf jeden Fall keine Raids mehr machen. Bin mir noch nicht ganz schlüssig, wie ich das mache, weil ich noch kein 3-Sterne-Smogon besitze, obwohl Shiny-Smogon mich schon sehr häufig besucht hat. Sehr, sehr häufig. Es gibt event-exklusive Feldforschungen in diesem Event, die werde ich euch noch im Detail zeigen. Showcases gibt es natürlich auch. Showcases gibt es in dieser Jahreszeit immer von Samstag bis Sonntag und von Montag bis Mittwoch. Bei den event-exklusiven Feldforschungen gibt es echt recht wenig. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass die auch nicht so häufig sein werden wie sonst in der Vergangenheit. Aber wir werden sehen. Auf jeden Fall gibt es 3 Aufgaben. Fange 8 Pokémon für ein Galar-Fleckmon, tausche ein Pokémon für ein Sonderbonbon und benutze einen Rauch für 3 Sonderbonbons oder 1500 Staub. Bei der kostenfreien, verzweigten, befristeten Forschung müsst ihr erstmal 8 Pokémon fangen und dann bekommt ihr pro Weg 2 Seiten. Auch hier müsst ihr wieder einen Rauch zünden, also aufpassen, nicht dass ihr irgendwann 6 Rauch gezündet habt und ihr müsst 6 Stunden Pokémon fangen. Bei dieser Forschung sind die Aufgaben immer identisch, die Belohnungen sehr gleich, außer die Pokémon, nur die sind unterschiedlich. Die Sammelherausforderungen könnt ihr hier auch sehen, denkt dran, ihr müsst auch tauschen. Schaut, dass ihr jemanden findet, der die anderen Pokémon entweder schon im Beutel hat oder dann in diesem Event quasi gefangen hat. Sprecht euch am besten vorher ein bisschen ab. Interessanterweise gibt es zu diesem Event ausnahmsweise mal kein Ticket. Aber im Webstore gibt es eine Box mit 3 Fernraid-Pässen und einem Premium-Pass für 5,99 oder so. Der 5er Raid-Boss Cessian ist ja schon ewig nicht mehr bei uns gewesen. Schauen wir uns nochmal die Konter an und dann kann ich euch ungefähr sagen, wie viele Spieler ihr sein solltet. Also ich denke, wenn ihr ein 6er-Team habt, Necrozma
fusioniert mit Solgaleo, dann schafft ihr den auf jeden Fall zu zweit. Alles andere nimmt lieber mal 3 bis 4 Leute mit, weil das ist ja ein riesen Unterschied. Schaut euch doch mal an, wie wenig Zeit das erste Pokémon braucht. Nur 337 Sekunden, das ist übrigens Level 50. Das ist schon sehr heftig. Und natürlich auch mit Teampower, ganz klar, ja. Also ohne Teamplay ist hier das nicht möglich, denke ich. Das ist sehr, sehr krass, dass auf Platz 2 dann 510 Sekunden dort steht. Heftig. Also, ja, ich glaube, ich überlege mir tatsächlich noch ein zweites Necrozma zu fusionieren. Muss ich so oder so, weil das Spiel möchte das gerne, weil ich die Spezialforschung nicht weitergemacht hatte. Auf Platz 3 haben wir dann noch Krypto Metagross, auf Platz 4 Proto Groudon, auf 5 Mega Gengar, auf Platz 6 Krypto Stalobor, auf 7 Krypto Groudon, auf 8 Krypto Magnezone, auf 9 Mega Rayquaza, auf 10 Krypto Gengar, auf 11 kommt endlich mal ein normales Metagross. Und dann erst Anego. Krass. Und das hat nur noch, und das schafft gerade mal den Sieg in 641 Sekunden. Ja, kann man sich mal überlegen. Also bei 600 Sekunden könnte man sich nämlich mal ausrechnen, wie viele Spieler man dann braucht, wenn man jetzt zum Beispiel nur mit Anego kämpft. Ich habe jetzt nochmal geschaut, eine andere Einstellung, um das mal gegen zu vergleichen, wie krass unterschiedlich das sein kann. Ich habe jetzt zum Beispiel quasi alles rausgenommen. Keine Krypto, keine Legendären, keine Mega-Pokémon, kein Team-Power und Level 40er Konter. Dann sind wir bei 3,2 Trainern. Also ihr braucht dann 4 Trainer, um dieses Pokémon zu besiegen. Also wenn ihr 4 seid, dann schafft ihr es bestimmt, wenn ihr irgendwas habt, Krypto, Legendäre, Mega, Team Power, dann schafft ihr es zu 4 auf jeden Fall. Also außer ihr seid jetzt, keine Ahnung, 4-mal Level 20 und habt noch nicht mal ein Pokémon auf Level 40. Dann natürlich könnte es eng werden, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Wenn ihr Cezian dann besiegt habt, dann hat es ohne Wetterboost 2188 WP maximal und mit Wetterboost nur bei bewölkt hat es 2735 WP. Es kann shiny sein, die Chance liegt bei 1:20 und ja, ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Erfolg bei diesem Pokémon. Dieses Pokémon bleibt bis 4. Oktober in den Fünfer-Raids. Wer also nur am Wochenende richtig spielen kann, hat also nur dieses Wochenende wirklich die Chance dazu. Da das Video eh schon über 8 Minuten ist, möchte ich euch trotzdem noch eine Sache sagen. Der Niantic-Support hat mitgeteilt, dass es wohl einen Anzeigefehler gegeben hatte. Und zwar war das so, dass das Cezian in Shiny die Animation aufgetaucht ist, aber die Farbe stimmt nicht. Anscheinend ergab es da einen klitzekleinen Fehler. Ist aber interessant, dass die Shiny-Form vorhanden war, aber dass das Aussehen von Cezian einfach falsch war. Das haben sie jetzt zwar schon wieder korrigiert, aber ich fand es doch recht interessant. Hat Niantic es jetzt endlich mal geschafft, dass vielleicht Shinies zwar immer aktiviert sind, aber nun gibt es vielleicht manchmal so ein Anzeigefehler. Anzeigefehler haben sie ja immer sehr gerne. Ich sag mal, Anzeigefehler ist ja nicht ganz so schlimm, weil man hat das Shiny ja trotzdem. Im Event zuvor hatte ich ganz schön viel Glück. Ich hoffe, ihr auch. Ich habe ein 100er Primova ausgebrütet, ein Shiny Plimplim ausgebrütet. Ich habe sogar noch ein anderes Shiny ausgebrütet aus dem 12-Kilometer-Ei. Aber ja, da habe ich halt leider nicht aufgenommen. Ich wünsche euch also viel Glück, viel Motivation, auch bei diesem schlechten Wetter. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir. Bis zum nächsten Mal. Batsch!